Was zum Teufel machen Sie hier? Was fällt Ihnen ein, hier einfach reinzukommen? Spinnen Sie oder was? Ich glaube, ich spinne. Was machen Sie hier überhaupt? Ich musste noch was mit Ihnen wegen den Dienst. Das ist mir scheißegal. Nehmen Sie Ihre Sachen und hauen Sie ab. Aber sofort. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, das glaube ich jetzt nicht. Hm? Ja. Krass. Hey, pass doch auf. Entschuldigung, ich wollte... Hast du keine Augen im Kopf? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen und... Was ist denn bei dir los? Du hast voll die Schnappatmung. Du siehst aus, als wärst du 10 Kilometer gelaufen. Brauchst du einen Anästhesisten? Was ist denn passiert? Du musst dir das mal vorstellen. Ich bin gerade beim Oberarzt ins Zimmer gekommen und da hat er ernsthaft mit der Oberschwester Also, die waren so vertieft, die haben mich gar nicht gesehen. Wirklich, kannst du dir das vorstellen? Das ist seine Ehefrau. Die haben vor ein paar Monaten geheiratet. Der ist verheiratet? Aber ich habe noch gar keinen Ring bei ihm gesehen. Ja, der trägt ihn hier nicht. Wir sind in der Klinik, Hygiene und so. Ach so, schade. Muss eine ziemlich geile Ehe sein, wenn sie es hier in der Klinik miteinander. Also, Dr. Barton ist ja auch echt geil. Ich würde ihn auch nicht von der Bettkante stoßen. Vergiss ihn gleich wieder. Erstens ist der Mann verheiratet. Zweitens ist er nicht deine Kragenweite. Aber zu mir ist er immer nett. Du bist seit einer Woche da. Frauen. Egal. Ich muss weiter. Ja, ich muss auch weiter, sonst macht mir die Oberschwester wieder nur Stress. Am nächsten Morgen. Peggy will ihren Chef Dr. Barton um jeden Preis für sich gewinnen. Aufgepritzelt wie eine Kirmesnotte. Und kenne ich den Typen? Da gibt es keinen Kerl. Das ist nur für die Arbeit. Und Mama, du hast heute Geburtstag. Hast du dran gedacht? Was? Ja, natürlich. Alles Gute, Mama. Alles Gute. Danke, mein Schatz. Ich freue mich auch schon total heute. Wenigstens einer, der an mich denkt. Ja, natürlich. Ich freue mich auch schon unnormal auf die Feier heute Abend. Ich mich auch. Da passt das auch. Und weißt du, worüber ich mich auch echt freue? Was denn? Dass du das so durchziehst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für diesen Job, dass das richtig klappt und du richtig durchstarten kannst. Der Erste aus unserer Familie, der wirklich was Tolles macht. Aber du schaffst es. Du schaffst es und kommst aus unserer Gosse raus. Später musst du bestimmt nicht so sparen und jeden Cent zweimal umdrehen, wie wir es jetzt müssen. Ich finde es gut, dass Peggys Mutter sie dabei unterstützt, den bescheidenen familiären Verhältnissen zu entkommen. Und wenn sie ihr Bestes gibt, dann schafft sie das auch. Aber sie sollte die Finger von ihrem Oberarzt lassen. Nein, wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte, ich würde es genauso machen. Mama, mach dich doch nicht so runter. Ich meine, guck mal, du hast mich großgezogen, du hast uns beide durchgebracht, du hast dir den Arsch für uns beide aufgerissen. Und ganz ehrlich, wenn Kalle nicht dein ganzes Geld versaufen würde, müsstest du auch nicht jeden Cent fünfmal umdrehen. Ja, genau, wenn man vom Teufel spricht. Ja, Kalle. Sigi! Ja, verdammt! Oh, was ist denn schon wieder? Oh, nee! Denn? Ach, Mann! Wo kommst du denn her? Wie siehst du denn aus? Oh. Ich hab Hunger. Hunger, ja. Zuerst viel Durst und jetzt noch Hunger. Ich kann's doch selber machen. Mann, hey, außerdem hast du sowieso wieder unser ganzes Haushaltsgeld versoffen, du Arsch! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ich hab mich bloß... Ja, beruhig dich mal, beruhig dich mal, ist klar, ne? Verquatscht, okay. Mit dem Meierkurt. Mit Meierkurt, ja, klar, Meierkurt. Ja, ist klar. Und schon mal auf die Uhr geschaut, hm? Weißt du noch, was du mir versprochen hast, du Depp? Hm? Was wollten wir heute machen? Unser Wohnzimmer dekorieren. Du hast es mir so versprochen, Mensch. Wieso? Auf dich kann man sich überhaupt nicht mehr verlassen. Kalle, ist das dein Ernst? Du bist seit 10 Jahren verheiratet und dann kannst du dir nicht mal den Geburtstag von Mama merken? Ey, nun mach du mich, weil ich so wichtig hier. Du siehst echt sexy aus. Da ist doch irgendwas im Busch. 30 Minuten später. Peggy will Oberarzt Daniel unbedingt rumkriegen. Und obwohl er verheiratet ist, scheint der 49-Jährige nicht abgeneigt. Hallo. Da wollte ich noch mal schauen. Was ich übrigens hier gesehen habe, ist schon mal ganz gut. Ich habe ab heute Abend, bin ich nämlich zum Spätdienst eingeteilt, das ist okay. Hat mir uns großen Spaß gemacht, heute mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Mir auch. Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit mal ein bisschen mehr miteinander zu tun haben werden.
Ja, hoffe ich auch. Frau Schmidt, ich erwarte Sie in 5 Minuten im Umkleideraum. In 5 Minuten. Okay. Frau Schmidt, kommen Sie mal bitte her. Was ist denn? Sehen Sie das? Hä? Sie haben Herrn Heinz aus Zimmer 23 Sildenafil viel gegeben. Sie wissen doch, was das ist, oder? Ja, natürlich. Ja, Herr Heinz nimmt blutdrucksenkende Mittel. Das wissen Sie doch. Hätte ich das nicht entdeckt, hätte er sterben können. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ich bin gerade mit dem Kopf irgendwie ganz woanders. Ich weiß, dass ich eigentlich bei sowas niemals schlampen würde. Ich dulde hier keine schlampige Arbeit. Ich muss das melden. Aber von Professionalität verstehen Sie ja sowieso nichts, oder? Was meinen Sie damit? Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich sehe doch ganz genau, wie Sie meinen Mann anschauen mit Ihren Augen, ja? Finger weg, sonst kracht's, ja? Ich sitze hier am längeren Hebel. Und in Zukunft erwarte ich normale Kleidung, ja? Wir sind hier nicht im... Und jetzt raus mit Ihnen. Ich mache Hannover selber fertig für die OP. Ja, ja. Nach Feierabend. Peggy ist verzweifelt. Der ständige Kampf mit Oberschwester Katrin und ihr Gefühlschaos um Dr. Barton machen der 26-Jährigen schwer zu schaffen. Ja, cool. Ja, dann sehen wir uns ja auch gleich. Da freue ich mich wirklich total. Machen dir einen schönen Geburtstag. Ja, genau. Genau. Mama, ich muss Schluss machen. Tschüss. Hallo, Dr. Barton. Hallo. Ja, wir haben heute ein schönes Wetter. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Scheiß auf das Wetter. Dr. Barton, was ist denn mit Ihrer Frau? Ach, Katrin, ist mir schon lange scheißegal. Keine Sorge, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ich liebe Geheimnisse. Du auch? Okay. Was denken Sie, wo Sie hingehen? Sie bleiben schön hier. Nee, ich gehe nach Hause, ich habe Feierabend. Sie übernehmen die Nachtschicht von der Frau Müller. Für die Fehler, die Sie sich heute geleistet haben. Nee, das geht nicht. Meine Mutter hat Geburtstag. Ich muss auf jeden Fall nach Hause. Ich muss dahin. Das ist mir scheißegal, ob Ihre Mutter Geburtstag hat. Hätten Sie sich nicht so dämlich angestellt, hätte ich die Nachtschicht jemand anderen gegeben. Sie hat Geburtstag. Das hätte man mir früher sagen können. Das ist scheißegal. Für die Blödheit müssen Sie jetzt halt bestraft werden. Geht das nicht ein anderes Mal? In Krankenhäusern sind längere Arbeitszeiten zwar an der Tagesordnung, aber mehr als 11 Stunden hintereinander darf kein Mitarbeiter eingesetzt werden. Und zwischen den Schichten müssen mindestens 9 Stunden Erholungszeit liegen. Was Oberschwester Katrin hier anordnet, ist nicht nur unkollegial, sondern auch eine gravierende Verletzung der Arbeitsschutzvorschriften. Was höre ich denn da? Sie haben ein Handy. Sie wissen ganz genau, dass Handys hier nicht erlaubt sind. Wissen Sie das denn nicht? Was hat die Leitung sich nur dabei gedacht, sich hier einzustellen? Wie bescheuert sind Sie eigentlich? Jetzt ist aber mal gut. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte, aber ich habe mich dafür entschuldigt und es wird nicht noch einmal vorkommen. Was soll das denn jetzt? Sie fragen jetzt mal nicht so blöd. Sie dumme Schlampe. Ich weiß ganz genau, wie du meinen Mann angeierst. Ja, du Schlampe. Wenn du ihn nur anschaust. Lassen Sie los. Du Miststück. Lass mir das nicht gefallen. Ich mach dich sowas von fertig, wenn ich dich doch einmal bei ihm erwische. Ist das klar? Sie spinnen ja total. Hallo, hier ist er. Hä? Komisch. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh, Dr. Barton. Sag doch einfach Daniel zu mir. Haben Sie mich gerufen? Ich wollte dich. Jetzt. Hier. Yeah. Sofort. Okay. Ich wollte das zu Ende bringen, was wir vorhin im Aufzug angefangen haben. Dr. Barton, Sie sind ja nackt. Das ist doch Daniel zu mir sagen. Schon als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich, du bist es. Du bist die eine. Aber du bist einfach so schön. Oh, vergiss Katrin.
geht mir sowas auf den Zeiger. Am nächsten Morgen. Peggy verstrickt sich immer weiter in ihre Affäre. Die erotischen Eskapaden bleiben nicht unbemerkt. Wie war die Nachtschicht? Anscheinend hart, oder? So wie du auch siehst. Du solltest etwas pennen gehen. Also mir könnte es nicht besser gehen. Was? Was hast du denn? Nein! Was? Sag mir nicht, dass der von dem ist, von dem ich denke, dass er es ist. Dr. Wharton, Sie sind ja nackt. Das ist doch dein Zimmer. Ich hab doch gesagt, Finger weg von ihm. Du glaubst es einfach nicht. Als ich ins Patientenzimmer gegangen bin, hat Daniel schon auf mich gewartet. Er mich schon ab du, oder was? Ja, und er hatte nichts unter seinem Arztkittel an, ja, und dann hat er mich verführt. Oh, eklig, aber du weißt hoffentlich jetzt, dass er jetzt bekommen hat, was er wollte und dass es jetzt vorbei ist. Du hast keine Ahnung. Können wir uns einmal wie professionelle Leute verhalten? Er will dich nur. Es haben so viele Krankenschwestern hier dasselbe durchgemacht. Die wurden haben geheult und die nächste wurde. Pass bloß auf ihn auf. Wenn es stimmt, was Nick sagt, sollte Peggy schleunigst die Finger von Dr. Wharton lassen. Aber so wie es aussieht, ist sie blind vor Liebe. Gab es Stress mit den Patienten? Oh, frag bloß nicht. Die gehen mir schon heute die ganze Nacht auf die Nerven. Ich hätte ein paar Entspannungsmöglichkeiten für dich, falls du Lust auf ein paar private Doktorspielchen hast. Der Doktor muss die widerspenstige Patientin leider fixieren. Ich weiß nicht, ob ich dafür in Stimmung bin. Ach komm. Es war echt eine harte Nacht. Lass doch einfach los. Das wird mit Sicherheit mega scharf. Schau mal. Ups, verloren. Hör mal, ich will keine Heimlichtuereien mehr. Ja, genau, das will ich doch auch. Ich werde mich von Katrin trennen. Für dich. Wirklich? Ja, natürlich. Und wann?